Mein Name ist Imke Sander. Ich bin Pastorin in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Hamburg-Eidelstedt. Seit Corona ist mein Kalender leer. Da könnte man jetzt erstmal denken, prima, dann hat sie jetzt ja ganz viel Zeit und sitzt in der Sonne auf der Terrasse. So ist es aber natürlich gerade nicht, denn jetzt telefoniere ich ganz viel. Ich rufe einfach Menschen an und frage, wie geht es dir? Brauchst du Hilfe? Also mein Eindruck ist, dass Nähe wächst, aber dass man sich darum bemühen muss. Also dass es jetzt ein größerer Aufwand ist. Aber andere Dinge haben sich auch verändert. Zum Beispiel unsere Beerdigungen finden anders statt, finden unter sehr speziellen Bedingungen im Moment statt. Es dürfen nur noch 5 Angehörige an einer Trauerfeier teilnehmen. Und die setzen wir dann natürlich auf Stühlen im großen Abstand draußen auf dem Friedhof. Ich finde das schwierig auszuhalten, dass man den Angehörigen bei so einem schweren Verlust körperlich gar nicht nahe sein kann, ihnen nicht mal die Hand geben darf, geschweige denn sie zu umarmen. Dass im Moment keine Gottesdienste stattfinden, das fällt mir eigentlich am schwersten in dieser Zeit. Andererseits hat Jesus gesagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das empfinde ich auch, wenn wir hier einen Gottesdienst aufnehmen, dass Jesus da ist, dass Gott da ist. Und ich hoffe, dass wir das auch rüberbringen können in unseren Videogottesdiensten. Aber natürlich freuen wir uns schon alle darauf, wenn wir endlich wieder gemeinsam uns im Gottesdienst in der Kirche treffen können. Und wir hoffen, dass das möglichst bald wieder der Fall sein wird.